Mit Überraschungen ist es für mich so eine Sache. Deshalb konnte ich es auch schwer ertragen, dass Tim und Chris mir nicht sagen wollten. Um 6 Uhr Startklar sein. Fertig, angezogen. 6 Uhr? Was unser Plan für den 27. Dezember ist. Ja. 6 Uhr? Also, das große Ziel war es, am Dienstag von Mannheim nach Hamburg zu fahren. Aber weil das alleine natürlich zu einfach wäre, bedienten wir uns des klassischen Bahnbubble-Mottos: Ist das der direkte Weg von A nach B? Und verliehen dem Ganzen etwas mehr Würze. Die Jungs haben sich als Überraschung ausgedacht, dass ich für jede Station unseres Ausflugs 2-mal würfeln muss. Unser Abfahrgleis für den nächsten Zug und die Anzahl der Halte, die wir fahren. Wie das wohl ausgeht? Dinky Food with Dinky. Kill me. Es ist nicht Samstag. Es ist nicht Samstag. Ich gucke extra noch auf die Uhr. Wir haben Dienstag, den 27. Dezember 2022. Es ist jetzt 5.24 Uhr und ich bin sowas von hellwach. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin richtig bereit. Hallo, ich bin der Tim. Ich bin auch mit dabei. Ja, also eigentlich sind wir auch zu dritt. Morgen. Moin. Es ist jetzt, oh mein Gott, Punkt 6 Uhr. Ja, perfekt. Punkt 6 Uhr, oh mein Gott. Der Fun Fact an der Sache ist, ich habe keine Ahnung, was heute passiert. Die beiden haben den Trip geheim geplant. Und jetzt streiten sie sich gerade darum, wer mir wie sagen darf, was wir heute eigentlich tun. Und ich habe keinen Nerv dafür früh um 6, ne? Ich habe dafür keinen Nerv. Unser heutiges Ziel, ganz grob gesagt, ist, wir fahren nach Hamburg. Aber es gibt eine Einschränkung, die uns das Ganze etwas erschweren wird. Und das wirst du gleich wissen. Diese. Nein! Oh Gott! Da kommen wir doch nie an! Also. Da kommen wir doch nie an! Bitte schön. Also, von welchem Gleis fährt unser erster Zug des Tages? 2. Oh, null. Herzlichen Glückwunsch. Das ist das beste Gleis, das ist, das ist der ICE, der in einer Minute fährt. Ja. Komm, lauf! So, wir haben es jetzt 6.07 Uhr. Wir haben den Sprint gemeistert. Und jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie weit wir mit diesem Zug fahren. Super geil, wenn ich jetzt keine 8 würfle, sind wir direkt da und die Challenge ist vorbei. Jetzt wird gewürfelt, wie viele Stationen wir fahren. Oh, Maschallah, es ist. Das ist aber weiß. Es ist Hannover. Wir fahren nach. Es ist Hannover, glaube ich. Nein, doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ihr Idioten. 3, 4, 5. Well. Also der Fakt ist, 6 Halte von hier ist Hamburg Hauptbahnhof. Die beiden haben das so ewig geplant. Und POV, Marie spielt es in den ersten 10 Minuten nach Start einfach direkt komplett durch. Perfekt. Um den Tag gebührend zu beginnen, haben wir uns erstmal im Bordrestaurant eingenistet. Oh, happy 6.19 Uhr. Sonnenaufgang im Zug. So muss das sein. Wir müssen jetzt unsere Weiterfahrt quasi würfeln. 12! Hey, das ist die 14! Oh. Oh mein Gott! Oh, wo ist das? Das ist gut. Wo ist das? Osnabrück. Oh mein Gott. Osnabrück. Also er meinte gerade, ich habe sogar eine Zusatzbescheinigung von der DB und holte dann eine Stempelkarte von Pommesfreunde raus. Sekunde. Ja. Uhr 46, wir sind angekommen in Hamburg Hauptbahnhof mit diesem wunderschönen Fahrzeug, ist relativ. Ich habe gerade einen Opa Adler adoptiert, der von einem Kind rücksichtslos zurückgelassen wurde. Er hat es geklaut. Hä, nein, das hier ist, der wurde zurückgelassen, Mann. Die Familie ist einfach gegangen. Wie kann man das tun? Der Arme. Und jetzt warten wir auf unseren Anschluss, den ich gewürfelt habe. Nach Osnabrück. Junge! Alter! Es fühlt sich lang. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Er ist gar nicht da. Spaß. Hallo! Ulu! Ulu! Ulu!
Volumen. Das müsste tatsächlich eine Strecke sein, die ich vorher noch nie gefahren bin. Über Bremen nach Osnabrück. Aber was tut man nicht alles für ein Spiel? Osnabrück, ohne Vectron. So, und jetzt würfelt für Sie der verehrte Triebfahrzeugführer. Okay, komm. 2. Das ist hier. Das ist hier, dann müssen wir wohl wieder mitfahren. Einsteigen. Ja, wir müssen irgendwas halt jetzt zu. Ja, er. Okay, noch 9. Das gibt's. Oh. Das Köln? Nee. Frankfurt? Stuttgart. Nein! Wir haben Düsseldorf in Hamburg. Ja. Da kommen wir nicht mehr hin. Ja gut, also müssen wir zurückgängig machen. Das geht ja, nicht. Ja, 2 ging nicht. Wir haben schon Hotel gebucht in Hamburg, deshalb müssen wir nochmal. Okay, nochmal. Ja. 4. Ja, das kriegen wir hin, da steht der Regio. Nach Düsseldorf, perfekt. Ja, easy, weiter geht's. Viel Spaß, der macht Spaß. Jo, und Abfahrt. Also. Gute Reise. Abfahrt, ciao, ciao. Die 109 Abfahrt. Ja, dann mal gute Weiterfahrt, 109. Wie viele Halte RE müssen wir fahren? Magische Miesmuschel. 10? Oh Gott. Für uns geht es jetzt erstmal eine ganze Weile in den Regionalexpress. Und somit geht es jetzt nach Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Ha, Regio-Romantik. Da kommt Freude auf. So, wir sind angekommen in Gelsenkirchen. Werden wir heute noch Millionäre? Man weiß es nicht. Nein, werden wir nicht. Du gewinnst keinen Cent. Kinder, Glücksspiel ist scheiße. 3 heißt... Oh Gott! RB32 nach Dortmund. Okay. Aber von Dortmund kommen wir bestimmt besser weg. Das sind Würfel mit 6. Ja, aber egal. 5 und 6 ist... Boah. Maschallah. Dortmund. Dortmund. Wann? Dortmund Hauptbahnhof. Und zwar um genau 15 Uhr. Der vierte Weg zu... BS. Bullshit. Next. Mein Gott, wie klein ist bitte dieses Erdbeerkörbchen? Mein Gott, die sind ja so winzig. Nein. Also Anzahl der Stationen noch? 4, 5. Hamburg-Dammtor it is. Was ist denn das für eine Umgebung hier? Ach du Kacke. Wir kommen in NRW. Da sollte man immer Eisenbahninfrastruktur, muss gefördert werden. CD Spot. Und da zieht er von dannen unser Anschluss. Satz mit X. 15.28 Uhr und die Person, die diesen Trip vorgeschlagen hat, hat offiziell schon keine Lust mehr. Hier, pass auf, da drüben mit der RB43, na, kannst nicht lesen. Besser ist es, das wollen wir auch gar nicht. Das wollen wir nicht. Ich muss okay. Jetzt neu würfeln. Es gibt kein Gleis. 14. Also da fahren wir wieder nach Süden. 12, 13. Das ist die Schönheit nach Dorsten. Ich fahre jetzt nicht nach Dorsten. Das sind 16 Halte, perfekt. Ich habe einen 16-seitigen Würfel, bitteschön. Oh Gott, ich will jetzt nicht mehr. Wenn jetzt eine hohe Zahl würfelt, bin ich raus. Mehr. Oh, das machen wir. Bei Gott, das machen wir. Herzlichen Glückwunsch nach Dortmund. Graben. Die Rabensoße. Auf geht's. Also Fettmeier sagt schon, es ist alles scheiße. Wir fahren jetzt nach Dortmund Rahmen wie Rahmsoße, meinte Chris gerade. Sehe ich uns, bis gleich. Herzlich willkommen in Dortmund Rahmen. Hier ist absolut nichts. Also, dass sowas passiert, hätte ich mir eigentlich schon viel früher befürchtet. Was ist das hier? Wir haben E-Scooter entdeckt, aber wir glauben, es ist zu weit bis zum Bahnhof. Auf geht's! Oh Gott, scheiße! Es war aufs Maul packen!
Was ist das denn für eine Ampel? Die sehen hier überall so aus. Okay, Hauptsache zurück in die Zivilisation. Ja, also brauchen wir wieder 10. Alles klar, Madame. 10. Was brauchen wir? 10. Das ist keine 10. Ich hatte die Faxen dicke, da kann man schon mal schummeln. Denkst du gleich, die sind echt 16? Ja, scheiße. Ja, da war 16. Ich schwöre bei Gott, wir fahren heim jetzt. Tschüss. Also die Wegeführung von der U-Bahn hier zum Fernverkehrsgleis ist irgendwie extrem abenteuerlich. Tim sagte eben, ist das hier Stuttgart, weil da so Linien auf dem Boden sind? Ich muss sagen, dass das jetzt der Eingang vom Hauptbahnhof sein soll. Er hat schon richtig Rage. Wird Zeit, dass wir zurückkommen. Das sieht cool aus. Das sieht tatsächlich cool aus. Und hier ist auch einer. Hallo. Mach's gut. Also euch schönen Feierabend. Ciao, ciao. Was hier genau abging, weiß ich auch nicht mehr so richtig, aber wir waren einfach komplett fertig im Kopf. Um ungefähr 19.40 Uhr erreichten wir unser endgültiges Ziel, Hamburg Hauptbahnhof. Ich habe mal gehört, Moin Moin darf man nicht sagen, ne? Das ist zu lang. Man darf nur Moin sagen, niemals Moin Moin. Nach einem kurzen Einkauf und einer dringend benötigten Pause im Hotel hatten wir nur noch eine Sache auf dem Plan. Daher trieb es uns spätabends doch nochmal nach draußen. Ja, okay. Ja. Süß. Eisenbahner Pflichtprogramm für den Besuch in Hamburg. Wir waren im Miniaturwunderland. Was für ein Ende für einen abenteuerlichen, aber sehr erfüllenden Urlaubstag. Danke fürs Zuschauen.